Sei vorsichtig, die Schwerkraft ist hier höher. Die Robbys, ja, die sind eigentlich ganz nett. Guck mal auf mein Leben. Boah. Ja. Ach, jetzt kann ich hier jetzt ein Brot essen. Die ziehen hier nur ein Fünftel ab von denen, die oben. Naja. Oh, was ist das? Garden Salad Blueprint. Ach, ein Gartensalat. Bin ich Mensch? Ich bin Mensch. Was ist das? Personal Logbuch. Die muss ich irgendwann mal lesen, diese Logbücher. Ich bin hier links weiter. Ja. Ich könnte Ship Access. Ich mach das selber mal. Das falls ich ein Autos hier mal einlade. Ich block den jetzt. Hä? Wie einladen? Der lad mich die ganze Zeit ein, falls ich ihn ausnahmsweise mal annehmen sollte. Block ich ihn jetzt im Schiff. Blockst ihn jetzt auf dem Schiff? Ja. Okay, dann kommt er auf unser Schiff. Ich blocke, nicht locker. Ach so. Spieler wurde zur Blacklist hinzugefügt. Auf sein Zelt wieder. Ja, pack ein. Ich könnte deine Hilfe gebrauchen. Wo bist denn du? Ah, hier. Soll ich? Guardman's Baton. Was ist denn ein Guardman's Baton? Ein Baton ist ein Schwert, oder? Ein Knüppel. Ja, ein Knüppel. Das ist wirklich ein Knüppel. Wie viel Schaden macht es denn? 120. What? Ist das ein Zweihänder? Nein, Einhänder. Haben. Ja? Er hat kein Boni, ne? So. Er kann weitergehen. Guck mal her. Die kann man irgendwie aktivieren, aber ich weiß nicht warum. Bin gerade ein bisschen beschäftigt. Lass uns doch erstmal die Gegner fertig machen. Genau. Ja. Ich wollte mich aber ausruhen, ne? Komm, ich baue hier mal dein Zelt auf, wenn ich es finde. Geht das dann? Ja. Geh da raus! Zeig mal das Baton. Da ist es. Ach, jetzt hat er das Zelt kaputt gemacht. So, komm, direkt neben der Schüssel ist auch mal schön. Ich glaube, er hat aufgegeben, oder? Weiß ich nicht. Du hast. Wenn du ihn geblockt hast. Du meinst ja auch Shift. Nein, ich habe ihn bloß aufs Schiff geblockt. Das falls ich ihn aus, was ich mal. There's no need to be upset. Ja, kein Grund, wütend zu werden. Du. Es gibt übrigens einen Befehl, da musst du mit deinem Schiff nicht mehr hin. Slash Home und dann dein Planetenname. Aha. Halt, ich baue es wieder ab. Die sind fast alle lieb hier, außer die Polizisten. Keep calm and. Wo bist du jetzt schon wieder nach unten? Bin ganz nach rechts gelaufen. Ja. Hallo? Ja. Drüben war auch was. Böses, es war was Böses in der Luft. Achso, das Baton wollte ich mir noch angucken. Schon wieder ein Todesstern. Wieso
jeden Fall besser als mein anderes Messer. Hey, ein Todesstern. Ja, das sag ich doch. Pack ihn mal ein. Okay. Hast du was aus der Cola-Dings geholt? Oh, nein. War nichts drin. Stimmt. Ich muss mal wieder. So, schon wieder? Ja, ja. Mein Zelt hast du auch noch. Ja. Ich kann dir noch so 3 von den Betten hier geben, wenn du möchtest. Unten sind nur noch Toiletten. Das war's schon, oder wie? 3 Ananas. Hey, ein Ofen. Einen echten Ofen. Wollen wir einen echten Ofen? Komm ich mal. Ja. Möchtest du auch einen echten Kühlschrank haben? Doch, könnte man eigentlich. Da könnte man das Futter reinpacken. Machen wir da in unserem Haus auch so eine echte Ecke. Eine echte Ecke. Eine echte Ecke. Ah, Alarm. Öffnet das Feuer. Oha. Das fallen lassen. Eine komische Platine. Ja. Was ist das? Achtung. Vorsicht. Die könnten Schilde haben, die sind gut. Oh, eine Waffe. Rage Reinanator. Was? 96 Schaden, das ist ein Pulse-Rifle. Ein Pulsgewehr. Macht bestimmt so einen Stromschock, oder? Nein, das ist geil. Auf die. Ja, die nehme ich erstmal. Und deswegen ist es eigentlich auch gut, wenn man immer andere Planeten immer anguckt, weil da gibt es auch schöne Dungeons dann. Mhm. Ich könnte die andere Waffe geben, wie die hatte auch noch. Wie viel hatten die? 46 Schaden? Naja. Nee. Dann habe ich noch 41 und 40. Ach, die kann ich mal wegschmeißen hier. So. Vielleicht finde ich ja auch noch eine. Du hast ja schon so gute für Nahkampfwaffen. Genau. Ach stimmt, hier unten auch noch nicht. Krieg schön Backpfeifen. Dann schießt man die ganze Zeit. Jetzt schießen wir doch nicht. Okay. Dachtest du, wirst erwischt? Ja. Bim, bum, bim, bum, bim, ist auch im Bett. Mist. Ich hätte noch ein Bett, warte mal. Vielleicht geht das irgendwo rein. Okay. Gut, nach. Hat's aufgegeben. Ach, wie toll. Ach, wie toll. Ja. Hier gibt's immer. Eigentlich gibt's hier immer viele, die alleine spielen und wollen mit anderen zusammenspielen, aber wenn wir aufnehmen, ist das ein bisschen doof. Mhm. An sich habe ich nichts dagegen. Was? Nimmst jetzt alles mit? Ich glaube, wir waren hier fertig, ne? Ja, irgendwie schon. Aber. Was haben wir gefunden? Eine Waffe haben wir gefunden? Von Pixel? Wie viel Pixel hast du? 29. So viel? Ich hab 1100, okay. Ja, wie so viel? Schaden pro Schuss 9. Das ist aber nicht so viel, was ich hier mache. Der verschießt schnell. Ist die Erde schon weich? Könnte man sogar graben. Aber ich will erstmal noch weiter forschen. Ja. Nicht Reed. Oh, guck mal. Ich geh's echt durch wie Butter. Oh, ganz viel Gold. Guck mal. Ich gehe einfach mal rein.
Kiste. Boah, hier ist richtig viel Grünes. Oh, das war's für dich. Guck mal, eine Shotgun. Eine Shotgun? Jupp. Die müsste dir auch gefallen. Was ist das? Ich glaube, das ist so eine Sprühwaffe quasi. Ja, ja. Nee, doch nicht. Doch. Ein Schuss oder mehr? Nee. Na gut. Oh. Pass auf, die haben gefährliche Blitze. Ich hab's gemerkt. Wieso ich? Ich hab doch gar nichts gemacht. Oh, ich bin gleich tot. Hab schon wieder kein Futter mehr, wa? Was ist denn das? Eine Spule? Ich wollte keine Spule. Na gut, nehme ich mal mit. Du machst wieder alles Ärger hier. Ich leg mir wieder ein Bett dahin und... So, ich wollte hier doch erstmal eine Tiefenforschung machen. Auf einem Planeten gibt es ja meistens immer mindestens ein Dungeon oder ähnliches. Meistens am anderen Ende des Planeten. Und ein unterirdisches Konstrukt, was auch immer. Ein Tempel oder sowas. Und meist gibt es auch ein Tech. Aber das ist immer sehr gut versteckt. Oh, da drüben. Ich weiß gar nicht, wie lange wir schon aufnehmen. Auch nicht. Whitelist Farkis, Blacklist Paranja. Wunderbar. Naja. Von der Stunde. Wir haben schon wieder eine Stunde aufgenommen. Hey. Okay. Gehen wir schnell. Ja. Oh. Kommst du mit? Ja. Vielleicht stürzt der Server wieder ab, wenn wir ganz unten sind. Ja, die letzte Folge, die endete so ein bisschen komisch, die wir hatten. Also, das ist jetzt wahrscheinlich die vorletzte Folge. Da, wo wir im unterirdischen Pilzbiom waren. Kommt es vor, als hätten wir da irgendwie... Ich grab hier gerade in die Tiefe, weil das so gut leicht so geht. Aber du warst hier definitiv. Ach so, wenn du keine Luft mehr kriegst, nimm die Survival-Station da. Ah. Ne? Toll, jetzt sehe ich aber nichts mehr. Ah, hier unten brennt's. Übrigens, Wasser kann teilweise Lava löschen, aber Lava ist zäher. Ich glaube, 3 Wasser löscht ein Lava oder irgendwie so. Okay. Die genaue Zahl weiß ich noch nicht. Achso. Bist du auf dem Weg oder wo bist du? Ich weiß nicht, wo du bist. Unten. Bist du durchs Wasser oder was? Was ist das? Ja, ja, ich bin. Das Wasser fließt gerade ab. Hier ganz unten. Ich sehe es, warte. Hier ist dramatische Musik und sie können mir trotzdem nichts. Das wird schon besser. Die Schusswaffe ist besser wie mein Schwert. Das ist ein tiefer Gang nach unten. Für mich war das nicht tief. Für mich war es nur Wasser. Da ist auch kein Licht mehr. Weil ich musste die Survival-Station benutzen. Sonst hätte ich nicht überlebt. Ach, genau. Hier unten fängt zwar wieder Feuer an. Deswegen wollte ich das Wasser so ein bisschen durchschubsen. What? Ich glaube, es geht los. Das ist alles Uranium, ne? Ja, das ist alles Treibstoff. Ich glaube, das ist 10-mal so gut, oder? Ne, ich glaube 4-mal. Das ist immer noch gut genug. 8-mal war, glaube ich, Solarium. Ich brauche neue Fackeln. Habe ich noch Holz vor der Hütte? Jetzt musst du wissen. Nein, aber in der Tasche.
das? Die Gegend sieht so abgeschnitten aus. Das Wasser breit, die Lava breitet sich irgendwie aus. So, das kann auch sein. Lava macht kein Wasser weg. So, ich hab dir mal den Abstieg erleichtert. Sonst wäre hier unten nicht Lava gewesen. Oh. Boah, bloß vorsichtig. Lass mal wieder was übersehen. Diamanten! Oder wie? Ja. Ach, die drei Popel. Ich wollte erstmal ausleuchten. Ich wollte erstmal sicherstellen, dass wir auch sicher sind. Ja. Oh oh. Apropos sicher. Wie ist das denn? Sieht aus wie so eine Knackwurst. Hilfe, die Knackwurst greift mich an. Aua. Oh, was hat der nicht? Ich bin fast tot. Ich bin tot. Da unten sind die Gremlins. So, jetzt mache ich mir erstmal eine Rüstung. Wie viel hast du? Bestimmt 80 oder 70 oder so. Echt? Nee, ich guck mal. Ich habe Uranium immer mit dem anderen verwechselt. Ich habe mehr Uranium als Agisold. Ich habe 41 Uran und 93 Agisold. Okay, das reicht für einen Brustpanzer. So. Muss da unten aufpassen, da waren 5 oder so. Die sind richtig aggro gewesen. Die haben mich durch die ganze Welt geschubst. Das war so wie ein Forest von den Videos da. Mich da durch die Welt schießen. Egisalt Tech Upgrade. Brauchen wir 40 Egisaltbarren. Ich bin voll. Wir können natürlich auch hergehen, machen nur das und gehen dann her und tun die Rüstung gleich vom nächsten machen. Ach so. Dann wird das am nächsten aber noch schwerer zu überleben. Ja, wenn wir unter Erz sind, geht es. Na pass auf, ich mache es mal mein Erz zu barren und dann mal gucken. Das dürfte ja dann genau die Hälfte sein. Weil ich glaube, ab jetzt brauchen wir nämlich bloß noch eins. Ach, ein Barren ist ein Egisalt, dann habe ich ja 93. Nee, nein. Ich sagte, ab jetzt brauchen wir glaube ich bloß noch ein Upgrade-Dingens zu bauen. Ach so, ja, kann schon sein. Soll ich das denn erstmal machen? Ja. Du denn fluchtartig wieder hochkommen oder wie? Ja. Ich hab Angst hier unten. Blast. So, und ich hau's mal die ganzen Blöcke weg, die ich hier bekommen habe. Ich fand das aber interessant. Dann haben wir hier mal Vulkane angeguckt. Das Uran kann man übrigens auch einschmelzen. Das wird dann zu Stäben. Okay. So. Ich mach mal kurz. Das braucht man auch nach dem nächsten. Was war das? Oh, bist du auf meinem Schiff gewesen? Ja. Wo bist du jetzt? Auch gerade was. Ich hatte gerade alle Barren rausgeholt, ne? Ich weiß jetzt nicht, ob die noch drin sind. Ach ja, ich hab's im Inventar, okay. Mädel? Ja. Lad mich doch mal, danke. Du, Tobi. Edel? Mhm. Okay. So. Kann ja mal passieren. Genau. Du mich auch. Hast du es gebaut schon? Na. Ach so. Hol mal die Diamanten raus, bitte. Oder pack neue rein. Oder beides. Für was? Für nix. Ich wollte einfach nur mein Zeug loswerden. Was? Achso. So, Egisalt, tralala. New Blueprints have been unlocked. Man braucht jetzt nämlich keinen Bossmob mehr töten. Die sind noch nicht implementiert in dieser Beta Starbound. Aber dafür können wir jetzt schon in Level 6 Gefilde reisen. Nein, wir können schon in Level 10 reisen. Achso, können wir schon vorher. Jetzt können wir haben jetzt quasi eine neue Rüstung freigestalten. Und die braucht Ferrozium. Ach, Ferrozium, du schöne Welt.
Wie stellt man das? Ich glaube, das kann man herstellen. Ferrozium. Ja, ich glaube, Ferrozium stellt man her. Warte mal. Ich glaube, das muss man. Ferrozium Barren hier. Wir brauchen Akisalt und Kohle. Ja, Kohle habe ich nicht gesammelt. Ich habe noch 11. Wir haben Kohle. Aber wir brauchen mehr Akisalt. Ich habe 46 Barren. Nee, für 6. Wie viel hast du? 6 habe ich noch. 6 Barren hast du schon den Rest gemacht oder was? Ein Brustpanzer? Nein, ich hatte 46 Barren insgesamt. Und jetzt hast du wie viel? 0. Ich habe dir alles gegeben. Was war mit den anderen 46? Hä? Ich hatte 93 Egesalterz. Daraus habe ich Barren gemacht. Ja, 46. Was sind mit den Barren? 40 Barren brauchte ich für das Update. Ah, ich verstehe. Und jetzt dann hast du noch 6. Warte mal. So, erstmal aussortieren hier. Haben wir zufällig auf dem 7, wir brauchen Level 6er. Ein Eisplanet Level 6. Ja, geil. Da gibt's ganz viel Akisalt. Oh fuck. Noch einmal. Go muss ich hier drücken. Das kostet nur einen Sprit. Jetzt komme ich da wieder nicht raus. Was mache ich denn hier? Stuhlrutschen? Gut, dann haben wir nochmal 15. Ach, hast du eine große Sonne, großes Planetensystem gefunden? Ja, ja. Der war noch im gleichen Ding. Ach so. Ah, ich hätte hier noch eine geheime Falltür gefunden. Ich weiß nur nicht, wo man die hier. Naja, kann ich im Haus mal irgendwo hinstellen. So, das bedeutet, wir müssen jetzt quasi hergehen. Ich habe uns noch ein. Da. Was? Wooden Nightstick? Was ist das? Weiß nicht. Ein Nachtstock? Ach, das da. Also quasi zwei. Rechts und links eine. Einfach auf hier rum die Prügel. Auf dem Planet da drüben war mal, wo man gerade hier hin verschwindet. Den Asteroidengürtel könnten wir mit dieser komischen Station auch besuchen.